Hallo meine Lieben, das Aufbrauch-Battle ist in den letzten Zügen. Also ich habe gerade meine ganzen Sachen zusammengeklaubt, ja, weil ich muss das letzte Update drehen und somit auch das Finale. So. Ich bin ganz gut vorangekommen mit den Sachen, weil ich habe ja mich gebettelt gegen die liebe Melo Flori, eine ganz tolle Person, wirklich, ich mag ihre Videos so gerne. Und wir haben, wie gesagt, vor 3 Monaten ein Aufbruch-Battle gestartet und wir machen das jetzt ein bisschen früher zu Ende, weil ich ja in 4 Tagen in den Urlaub fliege. Und ja, deswegen mache ich jetzt schon Cut, weil sonst schaffe ich das mit dem Hochladen alles nicht mehr und mit dem Schneiden und so. Ja, wie gesagt, ich bin gut vorangekommen. Ich habe auch nicht mehr viel, was ich aufbrauchen möchte. Ich habe es nicht komplett geschafft, aber es geht hier auch um die Grammzahlen. Und die muss ich auf jeden Fall danach mal ausrechnen, weil das ist natürlich auch immer so eine Sache mit den Leerprodukten und so. Das habe ich beim letzten Update schon erzählt. Wir müssen da irgendwie gucken, wie wir das machen, weil ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich habe was aufgebraucht, dabei war es aber nur so eine kleine, wirklich eine Kleinigkeit, hatte ich nämlich zum Beispiel ein Augen-Make-up entferne, kann ich jetzt nicht gleichstellen, wie als wenn zum Beispiel Melo eine große Bodylotion aufbraucht, zum Beispiel. Wäre jetzt nicht ganz fair, deswegen müssen wir gucken, was hatten wir vorher, und das ist dann 100%, und wie viel hatten wir jetzt, ganz am Schluss, und da müssen wir dann schauen, was das prozentual ist. Abgezogen natürlich von den Verpackungen und so. Es wird ein bisschen knifflig, aber ich denke, dass wir das hinkriegen. Und ich gehe sowieso ganz stark davon aus, dass Melanie das geschafft hat. Weil wenn ich mir ihre Aufbrauch-Battle da so angeschaut habe, was sie bisher immer so gemacht hat, aufgebraucht hat, sie hat schon ordentlich. Ich war da nicht so gut. Aber egal, ich zeige euch jetzt einfach mal, was da so bis dato aufgebraucht ist. So, Dio's Coat Creme. So sieht die aus. War das letzte Mal noch, ich muss mal eben, so, war das letzte Mal noch 7 Gramm drin, Quatsch, 178 Gramm, Entschuldigung, weil ich hatte 7 Gramm aufgebraucht. Und jetzt ist sie leer und war gut. Ich habe die Creme sehr gut, sehr gerne verwendet. Und, aber jetzt ist sie leer und ich bin natürlich froh auch drüber. Sie wiegt jetzt 174 Gramm, habe demnach 4 Gramm aufgebraucht. Und das ist das leere Produkt. Ich werde mir jetzt die leeren Flaschen werde ich mir jetzt so einkreisen, damit ich danach das abziehen kann. Also ich muss ja von, ich hatte vorher insgesamt 1179 Gramm und davon ziehe ich nachher die ganzen leeren Verpackungen ab, damit ich auf die tatsächliche Menge komme, die ich hatte. Und dann schaue ich mal, was ich von der tatsächlichen Menge aufgebraucht habe. Ich weiß, ein bisschen blöd, ne? So, auf jeden Fall 4 Gramm und sie ist leer. Dann habe ich das Zoe Nachtserum aufgebraucht. Da habe ich wirklich die letzten Reste drum gekämpft. Aber man kriegt einfach die letzten Reste hier unten nicht raus, was ich sehr schade finde. Gut, ich habe es nicht mehr rausgekriegt. Es ist auch leer. Es wiegt jetzt 66 Gramm. Und es hat davor 67 Gramm gewogen. Habe demnach 1 Gramm aufgebraucht. Uiuiui. Alverde Haarbutter, eins meiner Lieblinge von dem Projekt hier, ist diese hier. Es war wirklich ein Kampf, muss ich sagen. Also ich habe sie leer. Wie gesagt, ich habe es gerade schon im Aufgebraucht-Video gesagt. Ich habe sie nicht ausgeleckt, aber sie ist für mich leer. Ich habe gestern die letzten Reste halt vorm Schlafengehen in meine Haare reingetan. Aber ich mag das Endresultat von meinen Haaren bzw. meine Locken nicht, wenn diese Haarbutter da drin war. Und deswegen bin ich einfach froh, dass ich sie geleert habe, dass sie nicht mehr Platz wegnimmt in meinem Schrank. Und ja, ich glaube, viele könnten die mögen, die glatte Haare haben und auf gar keinen Fall zu viel davon benutzen, weil ich finde, sie macht schon, könnte fettig aussehen bei glatten Haaren. Und ich habe sie auf jeden Fall leer. Die leere Verpackung wiegt jetzt nur noch 30 Gramm. Vorher hatte ich 72 Gramm. Habe demnach 42 Gramm aufgebraucht. Da bin ich schon ein bisschen froh. Echt, Gott sei Dank. Blödes Produkt. Achso, dann war ja war ein anderes Produkt, das habe ich schon längst leer. Jetzt kommt die Lush Gesichtsseife. Da habe ich noch ganze 2 Stückchen von. Ja. Ich habe gedacht, ich würde es schaffen, aber nein. Ich habe gerade eben mir noch damit das Gesicht gewaschen und so, aber hat nicht mehr ganz hingehauen, sie leer zu kriegen. Jetzt, die Seife, die hat noch ganze 8 Gramm. Hatte vorher 26 Gramm, also 18 Gramm aufgebraucht. Fructis Wunderöl.
Dieses hier habe ich auch leer, Gott sei Dank. Also ist auch kein Produkt, was ich mir nachkaufen werde. Ich hatte es einfach mal im Tauschpaket oder sowas drin, habe es mir auch nicht selber gekauft. Ist halt für trockenes Haar, ist halt, die Idee ist ganz cool, weil man halt nicht das Öl auf den Händen hat, sondern man sich direkt einsprüht. Aber ich habe weder Glanz noch irgendwelche tollen Aha-Effekte bei mir entdecken können. Und deswegen finde ich es nicht gut und werde es mir auch nicht mehr neu kaufen. Ich bin froh, dass es leer ist. Die Leerverpackung wiegt 38 Gramm. Ich habe ganze 29 Gramm aufgebraucht. Gott sei Dank. So, jetzt kommt der Douglas Augen-Make-up-Entferner. Das ist dieses hier. Und das meinte ich halt eben, was ich euch gesagt habe. Das wäre einfach. Das ging nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier sagen würde, leer. Und auf einmal, aber sie hat so ein Bottich, was sie leer machen muss. Das wäre einfach unfair. Und deswegen hatten wir gesagt, wir machen das prozentual. Der ist auf jeden Fall leer gegangen. Der hat jetzt ein Leergewicht von 21 Gramm. Hab demnach 10 Gramm aufgebraucht. Das letzte Produkt habe ich auch nicht leer bekommen. Das ist das Bad Head Some Like It Hot. Aber es ist nicht mehr viel drin. Ich kann es mal. Ob ich hier mein Edding. Naja, auf jeden Fall ist es nur noch bis hier unten voll, aber ich habe es halt einfach nicht aufgebraucht bekommen. Ich habe es heute Morgen auch nochmal benutzt. Kann man nichts machen, ne? Das wiegt jetzt 43 Gramm. Hatte vorher 75. Ganz 32 Gramm aufgebraucht. Also ist auf jeden Fall schon mal wirklich viel. So. Und ich werde euch jetzt einfach, nachdem ich das alles ausgerechnet habe und geguckt habe und getan habe, werde ich euch auf jeden Fall, ich glaube mit einem Voice-Over werde ich das machen, werde ich einfach dieses Bild jetzt hier so anhalten oder so. Ich gucke mal, wie ich das mache. Und ja, dann werde ich danach nochmal mit dem Handy oder so, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Weil das wäre schon gut, wenn ich es jetzt wüssten würde, ob ich gewonnen habe oder nicht. Ich habe eh nicht gewonnen, das weiß ich. Aber. Oder wir sehen uns gleich wieder. Ich mach's eben mal. Mein lieber Schwanbein, war das ein Akt? So, ich habe jetzt, ne, damit ihr das wirklich halt auch nachvollziehen könnt. Ich hatte ein komplettes Startgewicht von 1179 Gramm. Das sind 100%. Allerdings musste ich davon ja die Verpackung abziehen. Deswegen habe ich jetzt von allen Produkten, die leer waren, von der Seife gab es keine Verpackung. Von diesem hier kann ich ja auch noch keine Verpackung abziehen, weil ich noch nicht weiß, wie viel es wiegt. Aber von allen anderen sind die Verpackungen, waren 591 Gramm. Wenn ich quasi die 591 Gramm von den 1179 abziehe, bleibt 588 Gramm Produkt übrig, die ich tatsächlich aufgebraucht habe. Aber von den 588 Gramm musste ich ja noch das Serum und die Seife abziehen. Logisch, ne? Weil die kann ich ja nicht aufgebraucht haben von allen, wenn da noch was drin ist. Also komme ich auf einem aufgebraucht Grammwert von 537 Gramm von 588. Und somit habe ich mit dem Dreisatz rausbekommen, dass ich von den Prozenten her 91,33 Gramm aufgebraucht habe. Also von 100% 91,33 finde ich schon gut. Es ist halt nicht alles, ne? Aber gut. Aber immerhin fast alles. Und ich bin jetzt mal gespannt, was die liebe Melo Flori halt aufbraucht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch meine Rechnung hier ein bisschen verdeutlichen. Also es ist natürlich auch immer so eine Sache, ne? Also ich möchte euch nicht veräppeln. Ich möchte mich selber auch nicht veräppeln, weil ich bin ein ehrlicher Mensch. Und ich habe da keine Lust drauf, dass man dann halt, dass ich selber zu mir sage, haha, ich habe gewonnen, wenn es nicht so ist. Na, und deswegen wollte ich mir das halt ausrechnen. 91,33 Gramm. Gut. Ist eher 91 als 92%. Ich habe gerade Gramm gesagt, ne? Als 92%. Aber ich bin mit mir zufrieden, auch wenn ich verloren habe. Ich habe die ganzen Sachen, die ich weniger so Lust hatte drauf, habe ich endlich weg. Kann ich wegschmeißen. Und ich habe halt Dinge ausprobiert, die ich auch weiterhin kaufen würde. Oder auch nicht. Aber einfach leer habe. Das leer ist immer gut. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich nochmal so ein Aufbrauchbattle starten würde. Ich fliege jetzt erstmal in den Urlaub und wenn ihr dieses Video nämlich seht, ich werde es Dienstag hochladen. Also bin ich gerade dabei, die letzten Sachen in den Koffer zu stopfen, um in den Urlaub zu fliegen morgen.
Ja, ich höre auf zu schwelgen, wenn ihr ein paar Fotos sehen wollt, was ich da so treibe. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich abends, wenn ich zu Hause bin, wenn ich WLAN habe, dass ich Fotos bei Instagram posten werde. Also, ne, in der Infobox steht halt mein Instagram-Name und wäre schön, wenn ihr mich mal, ne? Ich würde sagen, Melo, ich knuddel dich und ich hoffe, wir machen das nochmal. Und wie gesagt, wenn du demnächst ein Wanderpaket machst, warte bitte, bitte, bis ich wieder zu Hause bin. Ich würde mich tierisch gerne mitmachen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, tschüss und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.